Ein Liebesbrief von Katharina. Katharina ist tot. Was? Katharina hat sich nämlich in Luft aufgelöst. Aha. Verstehst du nicht, ne? Nee. Dann frag doch. Prinzessin Luise von Waldensteig. Warum? Was hat die damit zu tun? Dass du die wieder kennst, war mal wieder klar. Was, Gregor? Die kennt jeder. Die ist im Moment in jeder Zeitung. Und wenn du ihre Hoheit persönlich kennenlernen willst, die ist im Moment auch auf Schloss Königsbrunn. Ach. Katharina ist Luise von Weidendings hier? Ja klar, damals im Hangar. Ich hab dir doch gesagt, dass sie mir bekannt vorkommt. Mein Bruder und eine echte Prinzessin. Katharina, ist klar, da hast du uns aber ganz schön verarscht. Ich euch! Sie, mich hat sie verarscht! Mich! Verstehst du, Katharina war die erste Frau seit langem, die ich geliebt habe, der ich vertraut habe. Und was tut sie? Und was tut sie? Sie verarscht mich! Was? Du hast es selber nicht gewusst? Aber warum hat sie dir denn nichts gesagt? Warum macht ihr das? Weiß ich nicht. Will ich aber ehrlich gesagt auch gar nicht mehr wissen. Und jetzt muss ich gleich los. Kannst du mich bitte allein lassen? Der Umbau scheint dem No Limits wirklich gut getan zu haben. Die Abendeinnahmen sind deutlich gestiegen. Olli. Die Abendeinnahmen, ja. Am Nachmittag allerdings, da habt ihr ein Loch, da könntet ihr eine Aushilfe einsparen. Jetzt spann mich nicht so auf die Folter. Charlie, was genau läuft da bei Stella und dir? Ich meine, leugnen hat jetzt ja keinen Zweck mehr. Von wegen. Die Sache ist ein Missverständnis. Ja, sicher doch. Die Zeitung, die lügen ja auch alle und so ein Foto. Das manipulieren die mit nix. Passiert ist es schon, aber nicht so, wie es aussieht. Mhm. Hallo. Hallo. Und? Was sagst du? Naja, I'm not amused, wie du dir vorstellen kannst. Die Sache ist dumm gelaufen und was die jetzt draus machen, ist peinlich. Komisch, ich fand, das ist sehr gelungen über die Bühne gegangen. Das ist im Ernst deine Meinung? Ich spreche von der Gemäldepräsentation. Und du? Ach ja. Nein. Bist du das? Um es gleich klarzustellen. Wir sind kein Paar und schon gar kein Glamour-Lesben-Paar. Deine Verwalterin hat mich regelrecht überrumpelt in diesem Kuss. Also so ganz unbeteiligt siehst du aber nicht gerade aus. Bin ich aber. Und zwar sowas von. Also ich habe ja eher den Eindruck, dass da Seiten in dir schlummern, denen du selbst noch gar nichts weißt. Ja, das hättest du wohl gerne. Entspann dich, vielleicht kannst du es dann genießen. Also, dass du jungen Kerlen den Kopf verdrehst, das ist ja nichts Neues. Aber Frauen... Herrgott, noch mal, ich bin keine Lesbe. War das jetzt unmissverständlich? Nicht so zu Herz. Bis später. Tschüss. Und die Bar? Die haben wir jetzt so mittig in den Raum gestellt. Das sieht super schick aus. Muss mal vorbeikommen, auf jeden Fall. Linda, ich glaube, Tisch 3 möchte zahlen. Ja. Olli, du weißt so gut wie ich, dass ich nichts gegen Schwule und Lesben habe. Nein, du möchtest nur nicht selbst für eine gehalten werden. Versteht das denn keiner? Wieso? Wer hat's noch nicht verstanden? Stella. Er hat so getan, als hätte ich sie persönlich beleidigt. Ja, aber ganz ehrlich, wirklich wundern tut mich das nicht.
Du hast dich angehört, als fändest du es eklig, lesbisch zu sein. Ach, das doch nun wirklich nicht. Ich war einfach geschockt von dem Foto und der Bildunterschrift. Da habe ich wohl ein bisschen überreagiert. Ich wollte niemandem zu nahe treten. Es tut mir leid. Vielleicht solltest du dich besser bei jemand anderem entschuldigen, hm? You don't need to think about it. My only love, I promised it to you. So don't need to check it out. Trust me, I swear, I can't live without you. Je suis belle sans toi.